Hallo und herzlich willkommen bei Miepel King. Heute mit einem ganz neuen Format, und zwar nennen wir das Format eine neue Perspektive. Und wie wir schon angekündigt hatten, wollten wir mal unsere Hauptabonnenten, unsere Jünger, unsere treuesten zahlenden Kunden, wie auch immer wir sie nennen wollen, mal zu uns in den Stream einladen. Und ja, wer wäre da geeigneter für den Start als unser gemeinsamer Freund, der Jan. Schönen guten Tag, Jan. Hallihallo. Treuster Fan quasi von der ersten Minute. Der hat uns schon gehört, da gab es uns noch gar nicht online. Da musste der sich schon unser Gesülze anhören. Und heute haben wir ihn einfach mal eingeladen. Und es soll natürlich um das Thema Brettspiele gehen, also bevor ihr wieder abschaltet, Finger weg vom Knopf, es geht um Brettspiele. Wir wollen einfach mal eine andere Perspektive auf das Thema Brettspiele haben, anstatt immer nur unsere. Und deswegen kann Jan ja jetzt einfach mal kurz erzählen, wie es bei ihm angefangen hat, oder ganz kurz was zu dir. Kannst dich in einer Minute pitchen und dann sagst du, wie dein Brettspielleben angefangen hat. Ja, also nochmal hallo, ich bin Jan, ich bin genauso alt wie der Martin, weil wir haben uns kennengelernt, als wir zusammen in die Schule gegangen sind. Da ging dann auch quasi unser gemeinsames Brettspielen los, wobei es da am Anfang eher noch Kartenspielen war. Aber bei mir ging es auch davor schon durch die Familie los. Also meine Eltern haben mit mir und meiner Schwester auch relativ viel gespielt. Sonntagnachmittag wurde da öfter mal was auf den Küchentisch gepackt. Angefangen mit so ganz einfachen Würfelspielen. Natürlich durfte da Monopoly nicht fehlen. Und dann waren wir eine sehr große Verfechterfamilie von Siedler von Catan. Das haben wir in allen möglichen Erweiterungen, ob es dann Sternfahrer war, Seefahrer, Räuber und Städteerweiterung. Also da gab es alles Mögliche bei uns auf dem Tisch. Manchmal waren es dann aber auch nur ganz normale Kartenspielrunden, mal Rommi und sowas alles. Das aber hauptsächlich, wenn der Familienkreis sich noch erweitert hatte, durch Großeltern, durch Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen. Also da waren wir von der Familie her schon sehr geprägt für das Thema Brettspiele. Und das ist auch nach wie vor so. Also meine Eltern spielen auch sehr gerne noch Brettspiele mit einem befreundeten Pärchen, mit Bekannten. Und da kommen inzwischen auch öfter andere Spiele auf den Tisch. Also die sind dann auch mal zu so Sachen wie Dominion über uns gekommen, die Kartenspiele. Aber Catan auch noch? Ich weiß gar nicht, ob sie Catan noch oft rausholen. Müsste ich mal fragen. Also die haben sie auf jeden Fall noch zu Hause stehen. Aber rausholen wahrscheinlich gar nicht mehr so oft. Da sind sie eher dann auch so bei eben kurzen Kartenspielrunden. Ich weiß, mein Papa spielt sehr gerne Stone Age. Das ist so ein Worker-Placement-Spiel in der Steinzeit. Das ist auch recht lustig. Und da gibt es jetzt auch eine Kindervariante von. Die spielt er dann mit seiner ältesten Enkeltochter, meiner Nichte. Die ist jetzt 7. Die spielen das auch ab Stone und zu. Stone Age Junior? Ja, genau. Stone Age, das ist lustig. Junior. Haben wir heute bestellt. Geil. Ja, also das ist cool. Das spielen aber die wohl gestern hat einer in die Kommentare reingeschrieben, dass er das mit seinem 3,5-jährigen Mädchen angefangen hat zu spielen. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Dann habe ich mir das angeguckt. Stone Age Junior, also der arbeitet sich gerade durch die Podcasts, wenn du hier ankommst. Wir haben es direkt heute bestellt. Es kommt morgen per Amazon, weil irgendwie müssen wir die Quarantäne ja noch rumkriegen. Mal gucken, ob er das schon versteht. Übrigens ist das hier der Podcast All About Bread. Stimmt, das haben wir nicht gesagt am Anfang. Ah, sehr geil. Genau. Ja, und und dann haben wir, Martin und ich, uns wie gesagt in der Schule kennengelernt und haben da viel angefangen mit den üblichen Trading Card Games. Magic. Dann haben wir WoW, das Trading Card Game, sehr viel gesuchtet. Und ja, dann kamen aber auch irgendwann schon die richtigen, ich sag mal, Brecherbrettspiele dazu. Und dann auf Partys auch regelmäßig natürlich irgendwelche Trinkspiele oder Brettspiele mit Trinkspielcharakter. Einige waren besser geeignet, andere nicht. Ja, und so hat sich das halt entwickelt und Martin und ich sind lange oder immer noch bei diesem Hobby hängen geblieben. Mal mit mehr und größeren Runden und mal jetzt in kleineren Runden dann. Und
ja, so ist es halt. Das finde ich tatsächlich relativ interessant, wenn ich jetzt, also wo du gerade erzählst, wie du dazu gekommen bist, weil fast alle sagen, ja, sie haben als Kind mal irgendwas gespielt oder so. Wie kommt man dann, also wie kommt es in die Schiene, dass du halt wirklich dann später Brettspiele spielst? Weil es ja tatsächlich oft sagen halt Leute so, mit denen ich jetzt zum Beispiel Arbeitskollegen habe ich ganz viel, ich bin halt relativ neu bei mir auf Arbeit und dann lernt man halt die Leute kennen und redet natürlich auch darüber, was man in der Freizeit macht und dann kommt man natürlich auch darauf, dass wir einen YouTube-Kanal über Brettspiele haben, da fragen die Leute mal so, über Brettspiele? Also dann sagen die natürlich so, ja, der Klassiker, also wirklich so, ne, Monopoly, Catan und sowas kommt dann immer. Also das kennt halt jeder, aber ich frage mich so, wo ist dieser Punkt, dass du halt dann wirklich dich anfängst mit Brettspielen zu beschäftigen, dass du wirklich Brettspiel spielst oder wo du nur einmal davon gehört hast, es gibt ja Catan und Monopoly. Das ist irgendwie interessant. Du sagst, deine Eltern spielen zum Beispiel, okay, das ist bei mir zum Beispiel gar nicht, also meine Eltern spielen eigentlich zum Beispiel gar keine Spiele, das ist ja bei mir eher nicht so tatsächlich. Ich glaube, ich bin hier der Übeltäter. Ja, wobei ich halt auch glaube, das ist halt viel, es gibt ja noch einen anderen Begriff dafür, nämlich Gesellschaftsspiele, was es auch nochmal ein bisschen je nach Ausprägung besser widerspiegelt. Klar, wenn es ein Solo-Kampagnen-Brettspiel ist, dann ist es eher ein Brettspiel, wo ich mich alleine hinsetze. Aber Gesellschaftsspiel trifft halt dann den Charakter sehr gut, warum sich wahrscheinlich Gruppen oder dann eben auch die Eltern mit den Kindern hinsetzen, weil eben irgendetwas in Gesellschaft gemacht wird und die Leute Zeit zusammen verbringen. Und das ist halt, ja, wie Martin es jetzt auch gerade gesagt hat, in der Pandemie muss man ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Und wenn man das möchte, dass seine Kinder das nicht nur vor der Glotze oder dem PC machen, dann ist es halt als Eltern angesagt, vor allen Dingen dann auch in der kalten Jahreszeit wahrscheinlich. Ja. Da kann man die Kinder nicht ständig rausschicken oder selber mit denen rausgehen und was machen. Und dann kommt halt sowas auf den Tisch. Und wie gesagt, ich denke, meine Eltern haben es auch schon jeweils aus ihren Elternhäusern mitbekommen, so ein bisschen, dass es da dann eher Kniffelrunden und Rommi-Runden und wie diese Spiele alle hießen, die natürlich viel einfacher gestrickt waren. Da hat sich ja inzwischen eine wahnsinnige Industrie draus entwickelt. Aber das sind so die Anfänge. Und da ist es halt bei einigen Familien dann schon fast verwurzelt, würde ich sagen. Und eine Art Tradition, wie man gemeinsam Zeit verbringt. Und dann halt nicht nur mit einem Bier und einem Wein in der Hand auf der Couch sitzen und dusselig quatschen, sondern dann kann man halt auch mal den Abend mit so ein bisschen Inhalt füllen, indem man da so ein Spiel macht. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie das ist, weil du die Pandemie jetzt gerade angesprochen hast. Ich denke, dass wirklich ja viele Leute sind ja dazu jetzt auch gekommen, aber auch viele Leute werden bestimmt auch mit ihren Kindern ein bisschen angefangen haben zu spielen, die jetzt vielleicht sonst noch nicht in den Brettspielen drin waren. Ob das sich vielleicht in 10 Jahren nochmal so ein richtig heftiger Aufschwung, wo alle Kinder, die jetzt so wirklich jung sind, halt dann auch da dranbleiben vielleicht und dann irgendwann selber wirklich richtig aktiv Brettspiele spielen. Das wäre natürlich auch mal eine interessante Entwicklung, die jetzt aus der, also ich meine, jeder hat ja mitbekommen, dass die Brettspielbranche einfach extrem gewachsen ist jetzt auch in der Pandemie. Und da finde ich es eigentlich echt interessant, wie sich das in den nächsten Jahren dann entwickeln wird. Aber es ist ja eine gute Zukunft. Also ich denke mal, ich sehe da eigentlich positiv dem entgegen. Genau. Da müssen die vielleicht dann mehr so eine Sachen noch finden oder entwickeln, die diesen Übergang schaffen von die Kinder spielen mit ihren Eltern zu die Kinder spielen miteinander. Ja, stimmt. Dass sich dann die, ich sag mal, irgendwann 12, 13, 14-Jährigen so in dem Alter, wo man auch noch mit seinen Eltern spielt, aber wo es dann auch immer uncooler wird, Zeit mit seinen Eltern zu verbringen, wo man selbstständiger wird und dass da dann eben Spiele am Start sind, wo der Freundeskreis das schon mal gehört hat, gesehen hat und dann gibt es vielleicht die nächste Variante, so wie wir jetzt gerade gesagt haben, Stone Age Junior, damit fangen sie an. Und irgendwann können sie dann die normale Erwachsenenversion spielen. Und vielleicht kann man da sogar noch irgendwo einen Teenie-Ableger dazwischen bauen, um eben diesen Schritt zu kriegen für die Spieleindustrie. Das ist wahrscheinlich für die sogar ein echt wichtiger Faktor, wie man diesen Übergang hinkriegt bei Laune hält quasi die Zielgruppe. Ich entschuldige mich kurz, dass ich hier aus dem Bild gelaufen bin. Ich habe die ganze Zeit mitgehört. Aber nervigerweise hat sich mein Headset gerade fast ausgeklinkt. Es hat schon gemeckert und das Ladekabel für mein Headset hängt gerade am Mikrofon. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich schnell ein anderes Ladekabel für mein Headset finde. Deswegen. Aber ich war die ganze Zeit quasi im Stream drin. Ich weiß gar nicht, wie wir damals den Sprung dann zum Magic geschafft haben. Ich glaube, dass es so war, dass
irgendwie kam das gerade ein bisschen doller auf. Irgendwer kam damit angerannt, irgendwer hat damit gespielt oder so. Und ich hatte mir irgendwann mal so ein Starterdeck für zwei Leute gekauft, so etwas ganz Primitives und so ganz rudimentäres Ding und habe gesagt, ich habe das noch rumliegen, lass das mal probieren. Und wir haben das probiert und dann kam, glaube ich, damals Johann dazu, der hatte, glaube ich, auch schon ein Deck. Mit Matthias und, vielleicht schon, ja. Ja, und dann ist das dann irgendwie hochskaliert und dann waren wir auf einmal voll drinne, was das anging. Und da war vielleicht auch der Vorteil mit deinem jüngeren Bruder, aber noch nicht zu weit auseinander, als dass du den dann auch ab und zu, wenn du gerade keinen Freund an der Hand hattest, konntest du den verhaften. Und dann hat sich das bei ihm im Freundeskreis ja quasi auch nochmal so ein bisschen irgendwie etabliert. Ja, dann haben wir, da, wie gesagt, dann kam halt irgendwann so die Zeit, wo man ein bisschen mehr Alkohol konsumiert hat. Ne? Da war es dann Tabu. Ja, stimmt, das war extrem viel Tabu bis zur Vergasung, bis man keinen Bock mehr hatte. Und irgendwann kam dann halt irgendwie Blood Rage, ne? Und dann haben wir da alle die Kurve gekriegt. Stimmt, ich erinnere mich tatsächlich auch daran, wo ihr Blood Rage denn gespielt habt. Also da habe ich nicht mitgespielt damals, aber da weiß ich auf jeden Fall, dass du erzählt hast, dass ihr Blood Rage, das war ja wirklich das erste größere Ding oder so. Also, ich glaube gar nicht. Nee, wir hatten vor Blood Rage hatten wir auch World of Warcraft, stimmt, das Brettspiel und Starcraft. Ach, stimmt. Und, ja, stimmt. Oh. Und davor noch, ich vergesse immer den Namen, aber wo ich extra, als ich meinen Amerika-Urlaub hatte, noch Sachen... Heroescape. Ja, Heroescape, genau. Da habe ich noch Erweiterungen gekauft, die es in Deutschland gar nicht gab. Geil. Und habe die mit über den Ozean zurückgebracht. Und ich glaube, kurz danach haben wir es gar nicht mehr gespielt. Stimmt, hast du verdammt recht, ja. Ist ja unwürdig von mir WoW gegenüber und Starcraft, dass ich die jetzt hier... stimmt, Blood Rage war dann, wo wir gesagt haben, wir wollen mal gerne ein knackig kürzeres Spiel haben, was irgendwie geil ist. Aber wir sind dann quasi über die... Ich weiß gar nicht, von den Magic-Karten hin oder von den WoW-Karten. Ich glaube, WoW-Karten kamen erst später. Wir sind von den Magic-Karten direkt dann zum WoW-Brettspiel gewechselt. Und das war ja abendfüllend. Wir waren Leute, da hatten wir so eine Viererrunde noch mit zwei anderen Schulkameraden damals. Und da haben wir schon ganz schön reingehauen. Da war eigentlich fast jedes Wochenende, dass wir dann bei dem WoW-Brettspielrunde auch die ein oder andere Flasche geleert haben. Und Was viel krasser war, aber auch bei den, kann ich mich noch dran erinnern, bei den WoW-Runden war einfach, dass keiner von uns einen würdigen Brettspieltisch zu Hause hatte. Das war ja damals noch nicht so angesagt. Nee, natürlich, jeder hat irgendwie einen Esstisch gehabt, wo vier Leute reinpassen und da lacht dich WoW aus, ja. Also was haben wir gemacht? Wir haben es eigentlich immer auf dem Fußboden gespielt. Ernsthaft? Ja. Yeah. Oh mein Gott. Wir haben WoW immer auf dem Fußboden gespielt. Das war bei dir in der Bude und dann haben wir da wirklich... 5-6 Stunden alle auf dem Fußboden gesessen und haben das Spiel gespielt. Heftig. Das war dann heftig. Echt mit Kissen links, Kissen rechts. Alle haben beim Aufstehen dann irgendwann angefangen zu quietschen und zu stöhnen. Das war schon, mal im Schneidersitz, mal auf dem Bauch gelegen, mal auf der Seite. Irgendwie. Ah, ich glaube, wenn ich das heute machen würde, würde ich gar nicht mehr aufstehen. Nee. Oh ja, das könnte ich mir tatsächlich auch nicht. Aber klar, ja, es ist halt in der letzten Zeit einfach auch viel populärer und insgesamt so geworden. Überhaupt Brettspieltische war ja damals jetzt überhaupt, also ich denke mal, gar kein Thema, nämlich einer, so kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Bei mir, also. Aber auch ein großer Esstisch. Also, ja, stimmt schon. Auch ein Esstisch in der Größe war halt einfach. Also Jans Eltern haben schon einen recht großen Esstisch gehabt. Aber selbst der war bei weitem nicht ausreichend und der steht natürlich auch in der Küche und die Eltern sind nebenan im Wohnzimmer, die haben auch keinen Bock, dass wir da 5-6 Stunden am Wochenende irgendein Spiel kloppen, also uns blieb ja nichts anderes übrig und dann, ja. Und wo Jan alleine gewohnt hat, wo ich alleine gewohnt habe und so, da hat er sich keiner so einen riesen Tisch gekauft. Eben, ja, ich hatte eine alle so gut betucht wie du, Gordon. Ja, Einraumwohnung, na klar. Genau, also am Anfang eine Einraumwohnung gehabt, da wäre gar kein Platz gewesen. Ach, das stört Gordon auch nicht, der schiebt den schon in irgendeine Ecke und wenn er die Spiele... danach zusammensetzen. Nee, das stimmt, aber unter dem Tisch. Wo ich in meine andere Wohnung gezogen bin in Dresden, tatsächlich, da hatte ich auch nur einen ganz kleinen Tisch. Da habe ich auch tatsächlich kaum Spiele gespielt, sondern, will ich mal ganz kurz dazu sagen, auch wie du gesagt hast, Martin, ich bin ja wirklich schon durch euch auf jeden Fall zu den Brettspielen gekommen. Und das waren eigentlich auch die einzigen Runden damals, wo ich nach Dresden komme und wo ich immer nach Hause gekommen bin mit euch. Halt Space Alert ist mir da ganz, ganz präsent im Kopf, was wir quasi gezockt haben da. Das waren auch oft tatsächlich Runden. Und dann habe ich mit der Zeit dann in Dresden tatsächlich angefangen, mit Freunden vom Studium auch mal spielen. Da haben wir auch Space Alert gespielt, da haben wir Pandemie gespielt, sowas. Also da hat man sich dann die ersten Spiele, habe ich mir hier geholt, aber viel Zeug tatsächlich mit euch einfach ausprobiert und
Ja, weil auch ganz viele Leute einfach nicht so, also wie man schon sagt, in dieser Szene drin waren, also die meisten Leute kennen einfach gar keine anderen Spieler außer diese Klassiker. Und da habe ich mit euch angefangen. Das war auch, waren immer richtig, richtig coole Runden, definitiv. Space Alert ging ja auch mit die Space Alert ist schon ganz geil, ja. Die wir gingen. Ja, Space Alert 5. 5 okay. ist da die maximale Zahl gewesen. Das Spiel kann ich auch tatsächlich, wenn ihr eine feste Brettspielrunde habt da draußen mit 5 Leuten, Space Alert kostet echt einen schmalen Taler, das kann ich nur empfehlen. Ja, ja, ja. Also wir haben es dann irgendwann verkauft. Es lag aber auch einfach daran, dass wir keine 5 Leute mehr zusammengekriegt haben, mit denen wir regelmäßig spielen konnten. Und das brauchst du bei dem Spiel auf jeden Fall, weil man muss sich so viel absprechen. Ja, und wenn einer mal dann 2-3 Monate nicht mitgespielt hat, der versaut halt einfach das ganze Spiel. Das fetzt dann auch nicht. Wenn alle am Tisch wissen, der eine ist schuld, das ist dann auch irgendwie... Ja, definitiv. Fühlt sich blöd an. Ich hatte die Erweiterung gekauft, die haben wir dann nach 2-3 Runden gespielt. Dann lange nicht. Dann haben wir die Erweiterung nochmal von vorne angefangen, eine Runde gespielt und das Spiel dann irgendwann verkauft, weil wir gemerkt haben. Aber grundsätzlich ist Space Alert ein extrem geiles Spiel. Ja. Wir können ja einfach nochmal ganz kurz umreißen. Also Space Alert, ihr habt ein Raumschiff und das wird angegriffen. Und der Kniff bei dem Spiel ist, dass ihr nebenbei eine CD einlegt und auf diesem, oder mittlerweile wahrscheinlich einfach über den Rechner laufen lasst, whatever. Eine App. Eine App wahrscheinlich, ja. Ein 7-Minuten-Track, glaube ich, ist das, läuft da ab. Glaube, ja. Und in diesem 7-Minuten-Track wird gesagt, wo das Schiff angegriffen wird. Das Schiff ist in 3 Zonen unterteilt. Weiße Zone, blaue Zone, rote Zone, glaube ich. Und ja, da ist es schon. Entschuldigung. Und das Schiff wird angegriffen und dann heißt es immer Angriff von einem Elite-Gegner in Bereich blau. So. Und dann wird eine Karte aufgedeckt und dieser Gegner greift jetzt halt Bereich Blau an. Und da muss man im Team absprechen, wer geht in den blauen Bereich, wer kann den bekämpfen, bevor der Schaden am Schiff macht, wer kann die Schilde aufladen, wer kann was machen. Und der Clou ist halt einfach, dass sobald, während man sich noch überlegt, wie man den verteidigt, haut einfach das Audio schon raus. Angriff in weißer Zone. Ja, okay, dann gehst du da hin und Angriff in roter Zone, nochmal Angriff in roter Zone. Und irgendwann schreien sich eigentlich alle nur noch am Tisch an. Dann kommt auf einmal eine Kommunikationssperre und dann darf 30 Sekunden lang nicht gesprochen werden und alle versuchen wild gestikulierend weiter ihre Züge zu planen. Genau, weil wichtig, das hast du gar nicht gesagt, Martin, es ist ein Programmierspiel, also ein Echtzeit-Programmierspiel, wo ihr in verschiedenen Phasen halt euren Charakter dann übers Schiff bewegen müsst. Und wenn man als allererste Aktion, außer sie seine Karte falsch rum hingelegt hat, dann ist das wirklich bitter. Das war ein sehr witziger Moment teilweise. Ja. Also Programmierspiel dann halt in dem Sinne, dass ihr wirklich in diesen 7 Minuten können alle ihre Charaktere auf dem Feld bewegen, um anzuzeigen, welche Aktionen sie machen. Sie müssen aber auf einem Tableau 10 Karten niederlegen. Und wenn die 7 Minuten rum sind, setzen alle ihre Charaktere auf Ausgangsposition und dann wird der Reihe nach, jeder deckt seine erste Karte auf, man bewegt seine Figur in die entsprechende Richtung. Jeder deckt die zweite Karte auf, wenn da steht, ja, der zieht an dem Hebel und greift das Schiff an, dann macht er das in dem Moment. Und dadurch kommen echt witzige Zustände zustande. Man stellt halt teilweise auch einfach fest, dass der Typ vor dir einfach schon alle Raketen rausgeschossen hat aus dem Schiff. Und du hattest fest eingeplant, dass du den Gegner mit einer Rakete abknallst. Es hat aber keiner Raketen nachgeladen und dann hast du halt einfach keine Raketen mehr. Und die ganze Aktion ist für den Arsch. Und, man hat sich lieb gehabt an dem Tisch, man hat sich aber auch manchmal nicht lieb gehabt. Man hat sehr viel gelacht, aber Space Alert auf jeden Fall, saugeiles Spiel. Also wer mal Bock auf ein Programmierspiel mit Zeitdruck hat, man kann es auch richtig schön performen. Ne? Also ich habe immer so eine Captain-Mütze aufgehabt. Und, stimmt. So recht. Ja, man hat verschiedene Ränge zusortiert. Einer muss auf jeden Fall so ein bisschen den Hut aufhaben, um zumindest zuordnen zu können, wenn sich da 4 Leute anschreien, wo geht die Reise hin? ja, aber auf jeden Fall. 35 Euro kostet das Spiel. Also Leute, wenn ihr an sowas, was gerade erzählt wurde, ein bisschen Interesse habt, kann man sich das auf jeden Fall mal zulegen. Also da macht man nichts mit falsch. Ja. Das habe ich tatsächlich nie mit euch zusammengespielt. Ne? Das habe ich nie mit, also das habt ihr immer mal wieder gespielt, aber da war ich nie dabei. Das hast du mir dann irgendwann, also ich hab's, weiß nicht, ob es jetzt durch, ich habe es ein paar Mal gespielt und habt ihr gesagt, ja, wird bei uns wahrscheinlich nicht mehr auf den Tisch kommen, da habe ich es dir abgekauft. Und wir haben aber leider auch nur 1-2 Missionen gespielt, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ja, man muss bei Robinson Crusoe einfach sagen, dieses Regelheft ist. Es ist so kompliziert geschrieben, obwohl das Spiel an sich eigentlich nicht so kompliziert ist, ist halt auch kooperativ. Ne? Also, das war, das ist echt tricky gewesen. Ja, es ist auch ein dickes Regelheft. Ja. Aber Jan, was würdest du denn sagen, so, was sind so deine Lieblingsspiele? Was ist vielleicht auch dein Lieblingsgenre? Was spielst du gerne? Und ja, danke. Ich glaube, ich bin immer noch geprägt von diesem großen Karten- oder langen Kartenspiel-Zeit, die wir so hatten. Und bin immer noch ein großer Fan von so Deckbuilding-Geschichten, Deckbuilding-Mechaniken und
ja, an sich Kartenspiele sind schon ziemlich weit oben in meiner Rangliste, auf jeden Fall. Also ich überall, auch, wo Karten so mit dabei sind. Ja, eigentlich viel mit Karten, da kann man bei mir nicht so viel falsch machen, genau. Mhm. Hast du was Konkretes dazu? Also die Leute wollen ja immer was Konkretes hören, weil die wollen ja was kaufen. Jetzt immer so ja. Viel. Also nach den Trading Card Games, die wir gespielt haben, haben wir zum Beispiel dann auch noch viel Dominion gespielt. Das gab es ja dann auch mit zig Erweiterungen und so weiter, wo man ja auch ja, sich einfach seinen eigenen Kartenstapel zusammenbaut und kauft, um da Siegpunkte reinzumischen. Und irgendwann gab es ja dann auch Ian's die, End, ne? Wie bitte? Ian's End fandst du auch ziemlich cool. Oder findest du ziemlich cool? Ja, das stimmt. Der, genau. Der andere Ian's Deckbilder, End, ja. den ja. ich da habe. Hm. Ja, die Sachen. Wir haben hier noch sowas stehen. Hier Xenoshift, das haben wir noch nicht so oft gespielt. Das haben wir schon mal ausprobiert. Mhm. Genau, das geht auch. Es ist nicht direkt Deckbilder, aber halt auch Kartenspiel und so ein bisschen Programmierspiel eher, wie Martin gerade gesagt hat schon. Oder was wir gerade schon mal als Beispiel hatten. Ja, und dann erinnere ich mich zumindest, bin ich ja auch bei dem einen oder anderen Kartenspiel noch bei Kickstarter reingegangen, wo ich jetzt noch auf die Auslieferung warte. Ihr habt doch aber zum Beispiel auch Mechs vs. Minions. Habt ihr das durchgespielt zum Beispiel? Mechs vs. Minions? Nein, leider nicht. Das ist auch noch eine sehr große Leidenschaft tatsächlich, aber vielmehr dadurch, dass ich natürlich auch sehr lange am Computer League of Legends sehr viel gespielt habe und dann kam irgendwann das dazu passende Brettspiel raus. Irgendwann, ganz kurz, hatten Martin und ich auch sogar mal den Flitz, dass wir selber ein Brettspiel entwickeln können und wie man League of Legends als Brettspiel umsetzt. Und da sind wir aber sehr schnell wieder von abgekommen, weil wir gesagt haben, viel zu komplex, dieses Computerspiel in ein anständiges Brettspiel umzumünzen. Und dann haben es die Spielehersteller selber gemacht, also das Computerspiel designt. Ja, gut, aber es hat ja eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun. Also die haben sich einfach nur die IP genommen, haben die da drüber gebügelt. Ja, es gibt keine Lanes, es gibt keine Gegner. Also Lanes halt nur in dem Sinne, es kommen halt einfach Gegner von irgendwo angerannt und du musst sie mit deinem Team verteidigen. Das ist ein bisschen wie ein Tower Defense eher oder also so ein. Es ist auch ein Programmierspiel, ne? Genau, also du musst weil wir haben das jetzt gerade angefangen, deswegen frage ich gerade so ein bisschen. Deswegen wollte ich einfach mal eure Meinung nochmal dazu hören, weil wir die erste Mission. Hast du sie gekauft, oder? Wir haben uns das zu viert tatsächlich, also mit der Runde, wo wir auch Gloomhaven gespielt haben, haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall Frosthaven dann spielen, wenn es kommt, aber das kann ja noch ein bisschen dauern. Und da habe ich so irgendwie, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin wieder, Mechs vs. Minions, habe ich gesagt, Leute, lasst uns das holen, das soll übelst geil sein, Preis-Leistung soll der Knaller sein, auch so von den Materialien. Und Alter, die Materialien für den Preis sind ja wirklich absolut krank. Also bemalte Minis und Alter. Weißt du, wie viel ihr jetzt bezahlt habt? Wir haben mit Versand 104 Euro bezahlt, glaube ich. Das waren aber mal günstiger, ne? 75 okay. Oder so waren es mal, glaube ich, habe ich gehört. Naja, aber Pfund und ich weiß nicht, wie dann damals der Kurs war. Schlechter also, für den Euro vermutlich. ja. Also es kann gut sein, dass ich mit Versand auch um die 100 Euro bezahlt habe. Aber ist ja auch voll okay für das Spiel, muss man sagen. Ne? Also wirklich. Ja, es ist ein Riesenspiel. Heftig. Es sind über 100 Minis, glaube ich. Ne? Und die sind auch die alle gesundroppt quasi. Ne? Die haben alle einen Shade drauf. Das wusste ich gar nicht. Voll nice. Hm? Das weiß ich auch nicht. Aber für alle, die zuhören, auf jeden Fall Mechs vs. Minions. Wie gesagt, das an LOL, also League of Legends angelehnte Spiel. Aber auch wirklich nur vom Design her. Es sieht einfach so aus, dass man in den meisten Fällen mit vier Helden, also wenn man mit vier Leuten spielt, an einem gewissen Punkt startet. Man muss einen Gegenstand von A nach B bringen, man muss einen Kristall zerstören, irgendwie so. Und man wird quasi eigentlich von Gegnern überrannt. Und jede Runde darf sich einer eine Karte aussuchen. Also jeder darf sich eine Karte aussuchen und die packt er auf sein Programmierbrett drauf. Und muss die dann in einer gewissen Reihenfolge abarbeiten, um halt eben auf die ankommenden Minions zu reagieren. Cool ist bei dem Spiel, dass wenn man öfter die gleiche Karte nimmt, also wenn ich zum Beispiel öfter die Karte Flammenangriff kriege, kann ich die bis zu dreimal hochstacken. Das heißt, der Flammenangriff, den ich ausführe, der wird einfach immer krasser. Und ich finde, das bringt das Spiel auch richtig heftig rüber. Wenn man das gut abspricht im Team und das gut koordiniert, das ist so geil, wenn dann einer einen riesen Flammenangriff macht, noch einer einen Kettenblitz hinterherjagt und auf einmal ist das ganze Feld leer und vorher standen da 20 Viecher. Das hat sich immer richtig geil angefühlt in dem Spiel. Kommt der Podcast auch wieder als YouTube-Video, ja? Ne? Ja, der kommt auf jeden Fall als YouTube-Video raus, ja. Den kann ich ja mal.
Ja. Wenn die Kameras aufnimmt. Doch, man also, sieht es. Ja. Ja. Halt mal vor dein Gesicht, dann wird er vielleicht nicht. Ja, 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 so ist super. Ja, so ist super, ja. Es also, ist keine Figur aus dem Spiel, also aus dem Computerspiel, nicht aus dem Brettspiel, aber ja, den habe ich auch als Mini hier rumstehen. So ähnlich sehen die aus, ja. So ein bisschen als Deko, genau, das ist eine. Ja, auf jeden Fall Mechs vs. Minions ist definitiv ein cooles Spiel, sollte man aber, denke ich, auch wirklich zu viert spielen, damit es seine volle Kraft entfaltet. Was ich in dem Spiel nicht so ganz verstanden habe, ist diese 30 Sekunden oder diese eine Minute, wo man sich da auf diese vier Karten einigen soll. Boah, das ist ganz schön anstrengend, finde ich. Das ist echt schnell, also. Das haben wir als Hausregel dann, glaube ich, weggelassen, oder? Wir haben es manchmal weggelassen, wenn man sich da vertan hat oder so, weil es einfach, es ist einerseits ganz witzig, aber es tut dem Spiel eigentlich nichts Gutes. Also warum? Ne? Warum darf man sich nicht koordinieren, was das angeht? Da trifft man manchmal eine völlig bescheuerte Entscheidung und hat eine Karte, die man überhaupt nicht braucht, einfach nur, weil man nur eine Minute Zeit hat, um eine auszuwählen. Warum? Ja, als ob sie da irgendeine Komponente noch mit reinbringen wollten. Ja, na, vielleicht wollten sie damit einen Schritt dichter an das Computerspiel kommen, wo du dir ja auch am Anfang deine Heldenzusammenstellung auswürfelst quasi und im besten Falle dich als Team ja auch ein bisschen abstimmen musst, aber das funktioniert in dem Computerspiel. Auf Zeit halt, ja, vielleicht. Genauso wenig. Vielleicht, ja. Wer weiß. Aber ja, also das Spiel kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich fand's geil. Ja, ich bin auch gespannt. Ich finde auch cool, dass du hast jetzt 10 Missionen, glaube ich, und danach ist er vorbei. Also ich denke, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Ich meine, es ist jetzt nicht so ein Spiel wie Gloomhaven, wo du 100 Missionen hast, theoretisch, wo du so ein Commitment hast. Ich meine, 10, und das Ding ist auch so, also wenn ich das jetzt richtig sehe, es sind zwar Umschläge bei, die versiegelt sind, aber das kann man auch schön durchspielen, glaube ich, weil die Materialien auch so hochwertig sind und danach verkaufen, wieder, also weitergeben sozusagen. Oh. Das, denke ich, ist ein sinnvolles Spiel dafür. Aber wo du gerade Gloomhaven sagst, da ist Jan auf jeden Fall gerade richtig angefixt, das weiß ich schon. Ja. Hier ja gerade völlig drauf ab. Ist zwar jetzt kein Deckbilder im herkömmlichen Sinne, aber man hat Karten in der Hand. Ja, über eine lange Zeit ist es ein Deckbilder. Über so eine lange Zeit dann irgendwie schon so ein bisschen, ganz klein bisschen. Naja, da gefällt mir halt vor allen Dingen auch diese Thematik, seinen Charakter weiterzuentwickeln. Das ist ja auch was wir bei Computerspielen, ich will nicht sagen bis zum Erbrechen, aber wahrscheinlich war es so. Ja, doch schon. In allen möglichen Varianten gespielt haben, auch viel Martin und ich nur zu zweit. Da fallen mir die ganzen Spiele auch gar nicht mehr ein, aber da haben wir einiges an Wochenenden. Never Winter Nights. Ja, an Wochenenden durchgesuchtet und sind immer wieder am gleichen Bug gescheitert, dann, weil es nicht weiterging in dem Spiel. Früher, das war bei Sacred. Ja, das war bei Sacred. Also verrückte Sachen. Und das ist halt natürlich in dem Spiel auch sehr cool gemacht. Und selbst die Karten, die du dann halt schon hast, da siehst du auf der Hälfte der Karten, dass die theoretisch immer noch erweiterbar sind durch so Sticker, dass du dann noch Zusatzfähigkeiten rauf oder ergänzen kannst später, wenn du den Charakter levelst. Dein Deck für die Angriffsmodifikatoren wird auch nochmal bearbeitet, verbessert, gelevelt und so. Also das ist so wahrscheinlich das Zweit, was ich am zweitliebsten habe an den Brettspielen, setzt aber, wie ihr schon ein, zwei Mal gesagt habt, halt so eine konstante Gruppe voraus. Wir haben das übrigens noch nie in dem Podcast gesagt, also ich glaube zumindest nicht so, wie wir jetzt gerade sind. Martin und Jan, also und noch zwei andere aus dem Freundeskreis spielen theoretisch im Moment immer montags auf Twitch Gloomhaven. Also sie spielen quasi das, nicht das Brettspiel, sondern das Spiel, was auf Steam umgesetzt wurde, was ja aber 1:1 die Mechaniken übernimmt. Und immer montags irgendwann 20:30. Ist es immer 20:30? Haben wir zwar schon mal erwähnt, aber kann man ja immer wieder reinschmeißen. Ne, dass die Leute, es kommen ja auch immer viele neue Leute, merke ich zumindest gerade beim Podcast, haben wir öfter mal Kommentare, dass die neue Leute gerade dazukommen. Deswegen schaut da gerne mal bei Twitch vorbei. Genau, oder Montag 20.30 Uhr. In den meisten Fällen starten wir pünktlich, wenn nicht von irgendwem mal wieder der Rechner wegflattert, aber eigentlich sind wir pünktlich dabei. Ich durfte gestern meinen ersten Charakter freischalten. Ah, war ziemlich cool. War ich sehr aufgeregt. Ja. Ich habe gestern meinen ersten Charakter freigeschalten. Und zwar halt die mit den Dreiecken. Drei Dreiecke draußen und eins in der Mitte. Diese Elementarmagierin oder wie die heißt da, diese Steinfrau. Also was auch so ein Stein ist, wie der Startspieler, wie der Crackheart. Aber die unglaublich viele Elemente braucht. Und was sagst du? Also ich finde die erstmal so rein vom, ich habe die nicht gespielt, aber ich finde die so vom Potenzial her ist die echt krass. Also die ist, vom Design her sieht sie schon mal sehr cool aus. Richtig geil ist bei dem Spiel auch, und dann komme ich gleich zum Charakter.
es gibt, wenn du einen Charakter freischaltest, dann gibt es halt ein Video für alle, ne? Also dann sehen alle Spieler, wie so eine kurze Sequenz abläuft, wie sich dieser neue Charakter präsentiert. Sieht richtig geil aus. Und ja, also ich habe sie mir angeguckt, also das Potenzial ist schon mächtig, aber es ist schon ein Profi-Charakter, ne? Also du musst schon wissen, was du tust und du brauchst ein Team, das dich unterstützt. Ja, definitiv. Ja, mit den Elementen, du brauchst auf jeden Fall Hilfe, definitiv, das stimmt. Das ist schon heftig, aber wenn du natürlich so eine Mission hast, wie wir gestern, wo dann lauter Element-Viecher noch rumlaufen, die alles Mögliche aufladen und du könntest auf einmal bei einem Angriff alles von der Karte zünden, dann kannst du schon einen kleinen Nuklearschlag loslassen, aber das passiert halt, glaube ich, relativ selten. Ja? Jan spielt den Nahkämpfer. Den Barbaren? Genau. Ja, Barbaren und hauptsächlich als Tank ja, auch wenn der auch gerne guten Schaden austeilt. Aber ich versuche oft natürlich vorne drin zu stehen und mir eher selber ein Schild zu geben und zurückzuschlagen oder solche Geschichten. Ja, das ist oft so meine Rolle. Also ich bin gern so der Tank oder der Supporter, der andere heilt oder unterstützt, verstärkt in irgendeiner Form. Das ist oft bei Brettspielen, aber auch bei Computerspielen meine Lieblingsrolle, macht mir am meisten Spaß. Genau. Und dann haben der wir Tank. Noch, ja, der Tank oder Supporter, was ja manchmal auch miteinander einhergeht. Wobei ich dann wahrscheinlich sogar den Charakter von Markus noch besser gefunden hätte, den Crackheart. Den Crackheart, ja, den genau, habe ich gespielt der, bei uns. Hm. Ja, der hat noch mehr Heilung drin. Aber kann sich dafür nicht so selbst chillen, also tanky machen oder so. Ja. Hat aber auch relativ viele Lebenspunkte. Also der kann auch mal eine Angriffswelle einstecken und dann sich selber oder die Mates gegenheilen. Er hat doch viel Fernkampfpotenzial, ne? Genau, und der hat viel Fernkampfpotenzial. Mit dem Barbaren musst du halt wirklich, wenn du noch ein bisschen Schaden austeilen willst, im Regelfall auch vorne drin stehen und ja. Ja, und aktuell, Jan ist einer von unserer Procyon 3-Spielrunde, Procyon 3. Mhm. Er spielt mit mir zusammen, und zwar im Weltall, spielt er die Menschen. Und das Spiel findest du auch ziemlich geil, ne? Ja, spielt wahrscheinlich auch wieder mit rein, dass ich jetzt natürlich, oder sind viele Karten mit dabei, aber das ist nochmal so eine, naja, so eine ganz frische Mechanik, die wir so noch nicht erlebt haben, dass alles asynchron ist und trotzdem viel dieses 2 gegen 2, also ja, ein bisschen Koop, aber auch Versus, also das Spiel hat irgendwie von allem etwas, aber gefühlt auch von allem nur das Beste. Du hast jetzt, wo du sagst, stimmt das ja, also dass du ja Koop und Gegner, das habe ich so noch nie gesehen, ehrlich gesagt, bei mir, aber es ja stimmt, ja schon, klar. Es stimmt, hat von also, allem so ein bisschen was, das stimmt. Zumindest, wenn man es dann natürlich zu viert spielt. Ne? Also ja, ich habe auch schon noch ein kleines Video gesehen von jemandem, der gesagt hat, er hat es zu zweit gespielt, gegeneinander dann also. Der eine steuert beide Rassen, also nee, nicht beide Rassen, sondern beide Völker, sowohl auf dem Planeten als auch im Weltall. Und der andere steuert halt die Aliens auf dem Planeten und im Weltall. Ihm hat es sehr gut gefallen. Ich kann es mir gerade noch nicht so geil vorstellen, muss ich sagen. Ich kann es mir auch nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt. Der war, glaube ich, ein bisschen Overload. So vom, das ist schon heftig. Ja, würde mich wahrscheinlich auch überfordern, obwohl wir jetzt ja schon drei Runden, glaube ich, gespielt haben. Und ja, ich würde auch kann man halt machen, muss man aber nicht, ne? Ja, genau. Ich würde das Volk halt noch viel, viel länger spielen. Die anderen wollen nach der nächsten Runde mal switchen und dann gucke ich mir halt auch mal eine andere Rasse an. Aber gerade bei den Menschen im Weltall, dadurch, dass du dir deine Karten oder deine Züge ja auch immer aus einem wesentlich größeren Pool zusammenbaust, war es jetzt zumindest bei den drei Runden noch nicht so, dass man irgendwas so richtig doppelt hatte oder doppelt gespielt hat und gesehen hat. Und gefühlt ist halt die Hälfte vom Potenzial, was man mit denen noch machen könnte, mit dem Volk, habe ich noch nicht auf der Hand gehabt und noch nicht die Möglichkeit gehabt, das zu spielen und auszuprobieren. Von daher würde ich die halt, wie gesagt, auf jeden Fall noch etliche Runden spielen wahrscheinlich und immer wieder was Neues entdecken und was Neues kombinieren können. Aber ja, bin da auch offen, da mal zu tauschen. Ja, das Spiel macht schon ziemlich viel Spaß, ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch ein neues Thema, was vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte.
Und zwar, Jan hat eine Tochter und die ist 5 Jahre alt. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig. Ist es 5 Jahre? Ja. Naja, sonst hätte er schon was gesagt. Wollte ich vorhin tatsächlich schon was zu fragen. Ja, stell gerne mal eine Frage dazu. Und genau, und mir geht es jetzt einfach darum, führst du sie denn schon ans Brettspielen ran und mit welchen Spielen tust du das? Wäre ja für andere Eltern interessant. Ja, meine Tochter zieht mich bis jetzt jede Runde in Mensch, ärgere dich nicht ab. Ich habe keine Chance. Ich weiß nicht, warum. Es ist ein reines Würfel-Glücksspiel und trotzdem hat dieses Kind immer wesentlich mehr Glück als ich. Keine Ahnung wie. Es gibt Leute, die haben einfach immer Glück beim Brettspielen. Spiele ich mit Sam aber auch gerade, ne? Also wir haben ja Mensch, ärgere dich nicht, die Maulwurf-Edition. Ich weiß nicht, ob ihr die auch habt, die ist total cool. Da sind keine Zahlen auf dem Würfel drauf, sondern Symbole. Und wenn man halt würfelt, dann rückt man vor bis zum Schirm oder so. Also Sam muss jetzt noch nicht zählen können, der ist erst 3, das kriegt er ja dann. Also Martins ja Sohn, um das ganz kurz einmal zu erwähnen. Genau, der erkennt ja noch keine 5 auf dem Würfel, aber bis zur nächsten Sonne kann er schon vorrücken. Und ich habe letztens mit ihm gespielt und er hat meine Figur rausgehauen, fand er witzig. Wenn er selber rausgehauen wird, findet er auch witzig. Also der ärgert sich nicht, das ist lustig. Und ich war draußen und würfelst ja dann immer 3-mal, um eine neue Figur reinzukriegen. Ich glaube, 7 oder 8 Runden habe ich keine Figur reingekriegt. Ich dachte, was ist das für ein unglaublich behindertes Spiel? Also ich spiele es mit ihm, weil es ja schon gut ist, um ihn ranzuführen und weil es geht. Ja, aber das Spielprinzip selber ist doch einfach nur behindert. Ja, das ist halt einfach wirklich nur ein Zeitvertreib und Würfelspiel, Würfelglück. Hat der ganz, ganz wenig bis nichts mit Taktik zu tun. klar, wenn du mehrere draußen hast, welchen setzt du jetzt? Okay, und überholst du den anderen? Aber naja, das sind doch... Nee, und dann habe ich tatsächlich schon 2, 3 Runden mit ihr hier King Domino gespielt. Das geht schon. Okay. Ja, mit ein bisschen Unterstützung geht es schon ganz gut. Weißt du, ab wann das ist? Wie bitte? Weißt du, ab wann das ist? Welchem Alter? Ah, ich glaube, eigentlich steht drauf ab 10 oder... Das war, nee, genau, war das Spiel des Jahres, nicht. King Domino? Oder war das nur nominiert? Ich habe das, also ich habe es noch nie gespielt tatsächlich, nur immer gehört. Das wäre eigentlich auch noch ein cooler Absacker oder so ein Warm-up, weil es halt auch relativ schnell geht und ja, macht ganz gut Spaß. Für alle, die es nicht kennen, ist es so ein kleines Legespiel. Domino, wie der Name ja schon so ein bisschen mit verrät, sind also immer so kleine Plättchen, wo verschiedene Landschaften drauf sind, eine Wiese mit Schafen, ein Getreidefeld, ein Lehmfeld. Und man muss sich halt sein kleines Königreich, daher dann das King im Namen, zusammenbauen. Ja, und hat, bevor man zusammenbaut, quasi so eine kleine Runde, wo man immer entscheiden muss, welches Plättchen nehme ich jetzt. Und da seine kleinen Arbeiter platziert. Und je nachdem, wo man die platziert hat, nimmt man dann in der nächsten Runde, darf man vorher platzieren oder nach den Mitspieler. Kann man mit bis zu 4 Spielern spielen in der Grundversion. Oder wenn es so 2 spielst, kannst du halt auch ein größeres Königreich machen. Ja, habe ich auch viel mit meiner Frau schon gespielt. Und ist recht kurzweilig. Wie gesagt, kann man immer mal schnell zusammenbasteln. Das Spiel macht auch ganz gut Spaß. Und wir haben meiner Nichte, die jetzt wie gesagt 7 ist, zu Weihnachten auch da gibt es ich weiß, ist glaube ich kein direkter Ableger, aber es gibt eine Kinderversion davon, die ist halt dann schon ab 6. Das haben wir ihr geschenkt. Und wenn wir das nächste Mal da sind, dann werden wir uns das bestimmt auch mal angucken. Das Dragomino? Genau, das haben wir ihr geschenkt. Das wollte ich dir gerade sagen. Also King Domino war 2017 Spiel des Jahres. Okay. Und 2021 ist Kinderspiel des Jahres Dragomino. Ah, genau, sowas. Ich habe tatsächlich auch gerade bei King Domino gerade erst das Wortspiel verstanden. Richtig mau. Aber mir war auch nicht bewusst, worum es geht, deswegen vielleicht auch in dem Sinne. Aber ja stimmt, das Dragomino, das habe ich nämlich auch im Kopf, jetzt wo du es gerade sagst, stimmt. Das habe ich dieses auch gehört. Und das haben wir Luise geschenkt und ja, die, soweit ich weiß, hat die das auch schon ein paar Runden gespielt mit ihrem Vater und ja, passt. Finde es auch gut, ja. Das hat einen niedlichen kleinen Drachen, ne? Aber es ist okay, ist schon angelehnt so ein bisschen an Domino, ne? Es ist krass, genau. War, wenn man sich überlegt, dass früher haben die Kinder halt Domino gespielt und jetzt kommt das hier irgendwie mit Landschaftsdesign und Drachen dazu. Weil sonst reißt es ja keinen mehr vom Hocker. aber geil ist trotzdem.
Ich habe, ja, mir fällt tatsächlich noch eine Frage, die ich euch beiden jetzt einmal stellen kann. Ich meine, ihr beide spielt extrem komplexe Brettspiele. Und jetzt spielt ihr mit euren Kindern Kinderspiele. Wie ist das? Also ich zum Beispiel, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich hätte da, ich weiß, ich habe auch kein Kind, deswegen kann ich mir das nicht ganz vorstellen, aber hätte gar keine Geduld, was ich denn so übelst simple Spiele, die ich ja eigentlich überhaupt nicht für mich, die spielt ihr ja nicht für euch, dann die spielt man ja einfach fürs Kind, das rangeführt wird. Oder ich meine, das ist ja dann einfach, ja. Also mir macht es wesentlich mehr Spaß als halt irgendwelche, ich sag mal so hier, Fantasiespiele mit Figuren. Da tue ich mich halt extrem schwer, weiß ich, mit den, jetzt hat sie ja auch schon ein paar Barbie-Puppen zum Beispiel, oder, ja. Oder dann vorher mit den Playmobil-Figuren, ne? Klar, mit Playmobil was bauen, geil, da bin ich dabei, aber mit den drei Pferden und den fünf Mannequinen dann da irgendwie mir von meiner Tochter sagen zu lassen, was ich jetzt genau mit den Figuren spielen soll, da brauche ich nicht mit ihr spielen. Ne? Das ist voll gut, voll, ja, interessant, das finde ich, ich verstehe. Also das fällt mir halt extrem schwer und da spiele ich dann lieber solche Spiele. Ja, weil es da um nicht viel, also es ist nicht so kompliziert und die Geduld aufzubringen, das ist, das entwickelt sich ganz einfach mit, wenn du ein Kind hast. Ja, also da du betrachtest es aus dem falschen Blickwinkel, Gordon. Also erstmal, ich finde es halt einfach cool, weil das eine Abwechslung ist, was du mit dem Kind machen kannst. Das ist mal was anderes. Und ich garantiere dir, wenn du dann ein Kind hast und hast mit dem 10 Tage lang Matchbox gespielt, dann freust du dich auch über Match. Ja, jetzt wo ich es gerade sagt, total sinnvoll, aber habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Es ist einfach mal was anderes. Ich finde halt die Faszination cool zu sehen, wie er anfängt, das Spiel zu begreifen. Also das ist halt nochmal, du guckst mit der Sicht der Eltern drauf und wenn du siehst, dass dein Kind halt würfelt und dann vielleicht so wie bei Jan dann auch wirklich irgendwann fängt die Kleine an, die geht noch nicht in die Schule, aber die versteht, auf dem Würfel ist eine 5 und die nimmt sich die Figur und zählt 5 Felder vor und nimmt bei Mensch ärger dich nicht dann vielleicht wirklich auch noch die taktisch richtige Figur. Also für uns ist es natürlich keine schwere Entscheidung, ne? Ja. Welche Figur man da nimmt. Für ein Kind sind 2 Figuren auf dem Feld, ist für den unglaublich schwierig. Also kleines Beispiel zum Beispiel, Sam würfelt eine Sonne und hat 2 Figuren da. Die eine Figur, die vordere, kann er ein Feld bewegen. Die hintere kann er 5 Felder weit bewegen. Er bewegt aktuell immer nur die vordere. Und ich bin bei jedem Spiel warte ich eigentlich darauf, dass er versteht, womit kann ich weiterlaufen. Ne? Also Faszination Lernen ist da auch so ein bisschen mit dabei. Klar, wenn ich jetzt natürlich mit ihm 1/4 Stunde Mensch ärgere dich nicht gespielt habe oder er dann, du merkst so, wenn ihn die Lust verlässt, wenn die Konzentration nachlässt und er dann tatsächlich extrem lange drauf guckt, um seine Figur einfach bis zur nächsten Sonne zu bewegen, das ist dann schon so, wo du sagst, guck mal, da machst du den. Im Freundeskreis würde ich da etwas anders reagieren. Nur mach schon! Ja, aber ja, man guckt da mit einer Faszination rauf und man ist einfach willkommene Abwechslung. Wie gesagt, wir haben jetzt auch nicht lange überlegt, dieses Stone Age Junior, das kostet 30 Euro. Ich bin ja fast vom Stuhl gefallen, ey. 30 Euro. Aber da sind halt für ein Brettspiel. Für ein Brettspiel für Kinder. Ich meine, da steckt ja nicht viel drin. Aber da sind extrem viele kleine angemalte Figuren drin. Von Bären, von Fischen, von allem Möglichen. Also ich habe dann schon gesehen, wo der Wert herkommt. Und das haben wir jetzt einfach bestellt, damit man mit ihm wieder irgendwas anderes machen kann. Du musst irgendwie, also ein Kind kann tatsächlich auch einfach manchmal sehr, sehr lange denselben Käse spielen, wenn du mitspielst. Wenn du nicht mitspielst, dann will er anders beschäftigt werden. Und dann lass dir das einfallen. Okay, ja, verstehe. Es ist nicht nur für dich selber als erwachsenen Mitspieler eine Geduldsprobe oder das Lernen von Geduld. Das ist bei dem Kind genauso. Das stellen wir jedes Mal fest, wenn wir neue Spiele haben und sie muss die erst lernen und verstehen, was soll sie jetzt machen. Also ganz einfaches Beispiel, wir haben gerade aus der Bibliothek so ein Reaktionsspiel da. Jeder hat 5 kleine Becherchen vor sich und du ziehst eine Karte, drehst die um und die Becher haben 5 verschiedene Farben. Und auf der Karte sind dann immer verschiedene Sachen abgebildet, wie 5 Vögel, die nebeneinander auf einer Stromleitung hocken. Und da musst du halt deine Becher in der gleichen Farbreihenfolge ansortieren wie auf der Karte und die Glocke buzzern. Und wer das schneller ist, kriegt die Karte. Und dann gibt es aber
A-Karten, die, wo du die Becher nebeneinander an, so, anordnen sollst. Und dann gibt es Karten, wo du die Becher stapeln sollst, wo also von oben nach unten etwas drauf ist, ein Hochhaus oder so. Das wäre ein schönes Saufspiel. Ab einem gewissen Level ist das, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Stimmt. Genau, hat meine Frau auch gleich gesagt. Perfekt. Ich hab das mit Franzis Neffen gespielt, der hat das geschenkt bekommen. Und wir haben so die ersten 4, 5 Karten aufgedeckt und ich habe halt nur immer relativ langsam gemacht mit diesem Gestapel, dass er hinterherkommt. Ich finde das ziemlich cool für Kinder. Und er ist dann irgendwann so ein bisschen übermütig geworden und hat dann halt einfach gemeint, hey, ich bin ja viel besser als du. Hm. Dann habe ich ihm bei Karte 5 gezeigt, wer hier der Bessere ist. Hat der geheult. Alter Schwede. Aber wie? Und meine Tochter hat sich halt am Anfang ganz schnell dann davon verunsichern lassen, dass sie nicht sofort beim ersten Blick auf die Karte verstanden hat, muss sie jetzt stapeln oder muss sie nebeneinander anordnen. Ne? Du kannst es natürlich unterstützen, indem du die Karte dann entweder hochkant oder seitlich hinlegst. Aber das hat sie am Anfang dann auch gleich wieder überfordert. Sie hat nicht gleich am Anfang verstanden, wie es funktioniert, was sie machen soll. Und dann war sie sofort wieder raus, ne? Und fand es sofort blöd und war kurz vorm Aufgeben und nee, habe ich keinen Bock. Und da war es vielleicht auch die falsche Zeit. War dann bei uns ist abends nach dem Sandmann und vorm ins Bett geht immer noch so eine halbe Stunde ungefähr Luft. Und die haben wir halt versucht, mit diesem neuen Spiel zu füllen. War quasi eine Katastrophe. Um die Zeit ist die aufnahmefähig. War ein falscher, habe ich ihr dann auch so gesagt, wir packen jetzt einfach wieder zusammen und probieren es morgen nochmal am Nachmittag. Und dann wirst du sehen, dann wird es schon viel besser klappen. Und du wirst, dann erkläre ich es dir nochmal in Ruhe und wir gucken es uns nochmal in Ruhe an. Naja, aber da kannst du den Schwierigkeitsgrad ja auch ein bisschen, ne, ich sitze immer gegenüber und wir drehen die Karte immer so, dass sie die vernünftig sieht und ich muss es auf dem Kopf spielen. Dadurch ist es für mich schwerer. Okay. Und dann spiele ich es noch nur mit einer Hand. Also ich muss meine 5 Fütchen alle nur mit einer Hand sortieren. Und verbundene Augen. Nee. Und sie nimmt halt oft dann beide Hände. Manchmal verhaspelt sie sich dadurch und manchmal ist sie dann halt auch schneller. Also das geht ganz gut. Das war eine gute Schwierigkeitsgraderhöhung. Ja, auf jeden Fall. Ja, meine Frau hat mich auch gesagt, wie? Was machst du denn da? Du sortierst es ja auf den Kopf in der richtigen Reihenfolge. Ja, sag ich. Ne, das ist ja genau. Ja. Aber das ist auch noch eine coole Überleitung. Ich habe mich nämlich auch auf meine Podcast-Einladung vorbereitet und habe mir tatsächlich sogar 2 kleine Sachen auf den Zettel gekritzelt, über die wir quatschen könnten, wenn ihr noch Lust und Zeit habt. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ich habe nämlich, also jetzt von diesem Thema, wo ich ja gerade angedeutet habe, wir haben uns ein Spiel aus der Bibliothek geholt. Machen wir halt mit Natalia jetzt öfter schon. Und darüber bin ich so auf die Idee gekommen, weil mir auch letztens wieder Werbung angezeigt wurde, über diese Flatrates, wo du monatlich Spiele zugeschickt bekommst. Habt ihr über sowas schon mal euch Gedanken gemacht, das in Anspruch zu nehmen? Man kann ja dann da die Spiele, glaube ich, auch dann kaufen, wenn sie einem gefallen. Oder man schickt sie nach einem Monat zurück. Ja, was haltet dann davon? Das ist eine gute Frage. Also ich hab mich tatsächlich so mal ganz kurz schon mal damit beschäftigt. Aber das Problem daran ist, wenn du sowas machst, das ist, glaube ich, eher was für Leute, die weniger Spiele haben. Weil dann hast du ein Spiel, das willst du unbedingt spielen. Und dann leistest du dir das aus und spielst es. Bei uns ist es ja aber, man ist aber tatsächlich so, dass du eher zu viele Spiele, also oft zu viele Spiele hast, die du alle spielen willst. Und dann ist es eher so, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt kommt, zum Beispiel ein neuer Kickstarter, dann steht der erstmal einen Monat rum, weil man es gar nicht schafft, den zu spielen, weil man andere Sachen noch hat, wo man gerade drin ist. Vor allem, wenn man so komplexe Spiele hat. Dann versucht man, also bei mir ist es so, dann versuche ich lieber 1, 2 Runden davon zu spielen hintereinander oder in den ein paar Wochen hintereinander, dass man halt in die Regeln reinkommt und dann nicht gleich wieder den nächsten übelsten Brecher einschmeißen, weil dann musst du dich beim anderen wieder einlesen. Und das ist was mich extrem nervt, dieses Einlesen in Spiele, die du eigentlich konntest. Das finde ich sehr anstrengend. Und deswegen habe ich, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, bin ich dann davon wieder abgekommen. Aber ich habe oft auch schon mal Werbung dazu bekommen, ja. Also tatsächlich finde ich die Frage ziemlich cool. Vielen Dank für Ihre Frage. Gerne. Ich habe da aber noch nie so wirklich intensiv drüber nachgedacht, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich treibt da auch der Haben-Aspekt. Wenn ich ein Spiel cool finde, dann will ich es haben. Also wenn ich es so cool finde, dass ich bereit bin, mir 40, 50 Seiten Regeln durchzulesen, dann will ich es auch haben. Es kann aber durchaus natürlich sein, sowas wie Kanban,
Fand ich auch extrem cool, hat viele Regeln gehabt, aber wir kommen trotzdem nicht mehr dazu, es zu spielen. Wäre wahrscheinlich auch gar nicht doof gewesen, es zurückzuschicken. Mhm. Aber da die meisten Brettspiele ja auch relativ wertstabil sind, kann ich sie ja auch fast problemlos wieder weiterverkaufen. Also ob ich es mir jetzt ausleihe und feststelle dann, wie Gordon gerade sagte, jetzt stell dir vor, wir hätten uns letzte Woche Procyon 3 ausgedient, wir sind nicht zum Spielen gekommen, dann verlängerst du nochmal eine Woche, wie auch immer. Würde ich mich wahrscheinlich unterm Strich irgendwann ärgern. Hätte ich es auch einfach einmal dann testen können mit euch, ganz in Ruhe. Und wenn es mir nicht gefällt, verkaufe ich es wieder und mache unterm Strich auch nicht viel mehr Minus. Aber grundsätzlich, wie Gordon sagt, sehe ich die Daseinsberechtigung schon für Leute, die jetzt nicht den ganzen Schrank voll haben. Ich weiß immer gar nicht, was zuerst spielen soll bei meinem Schrank. Ja, ständig kommen neue. So. Naja, also bei dem Argument von Gordon, da wäre es dann vielleicht praktisch eher für Leute, die eben, wie Gordon sagt, noch nicht so eine große Sammlung haben oder die gerade in das Thema einsteigen. Und was mich an dem Aspekt so ein bisschen huckt, wäre theoretisch zumindest die Tatsache, dass du dadurch ja vielleicht auch mal auf Sachen gestoßen wirst, die du sonst gar nicht auf dem Schirm hättest. Ja, weil wir sind ja jetzt viel, sag ich mal, im Kickstarter-Universum unterwegs. Das habt ihr ja auch einer der letzten Podcast-Folgen bei der Zuschauer- oder Zuhörerfrage so ein bisschen thematisiert, als es darum ging, wo kriegt ihr Spiele her, wo kauft ihr welche und so. Ja, ja. Und da kann es ja auch gut und gerne mal sein, dass einem da Spiele auch durch den Lappen gehen, die eben nicht über Kickstarter finanziert werden, die ein Verlag einfach so rausbringt und die trotzdem spielenswert sind, sage ich mal. Ne? Und die einem vielleicht sogar so gut gefallen, dass man sagt, ja, das ergänze ich jetzt zu meiner Sammlung. Und wenn aber trotzdem muss ich ja erstmal danach suchen, ne? Also selbst wenn ich sie mir ausleihen will, muss ich sie ja erstmal finden. Nee, das ist ja, du gibt auch so Sachen, wo du wirklich so eine Flatrate abschließt und die schicken dir jeden Monat ein Spiel. Ah, okay, das kann ich tatsächlich einfach so noch nicht. Mhm, okay. Per Randomizer. Ja, ich weiß nicht, wie, ob du genau so bestimmte Kategorien einschließen oder ausschließen kannst. Also sagst du jetzt, naja, also ich brauche keine Spiele ab 6 für Kinder, ich brauche keine, für keine Eurogames so richtig oder genau das Thema will ich eher drin haben. Da weiß ich halt leider nicht genau, ob man das so gut kategorisieren kann und Sachen einschließen und ausschließen kann. Aber das ist halt so eine Sache, wo ich dann sage, vielleicht schicken die mir dann auch einfach mal ein Spiel. Ich probiere es aus und finde es super geil und sage dann, ja, das behalte ich jetzt gleich hier. Können mir nächsten Monat ein nächstes schicken, aber da überweise ich euch nochmal die 30, 40 Euro extra und behalte es halt hier zu Hause. Und wenn es mir nicht gefällt, was sie mir da geschickt haben, dann schicke ich es zurück und kriege nächsten Monat das nächste zum Ausprobieren. Also grundsätzlich finde ich die Idee, wenn du es so sagst, ziemlich cool. Ich glaube, das wäre tatsächlich eher was für Gordon, der einfach auch dreimal die Woche zum Spielen kommt. Also der dann sagen kann, ich teste das mit zwei verschiedenen Freundeskreisen und gucke, ob mir das Spiel gefällt. Bei uns halt, wenn wir irgendwie zweimal im Monat dann wirklich in einer großen Runde zum Spielen kommen. Klar, ich kann es auch immer mit Mäuschen testen. Ich kann jetzt natürlich zwei Spielerspiele zukommen lassen. Aber ich habe auch nicht immer die Zeit, mir die Regeln durchzulesen. Also, aber es hat durchaus eine Daseinsberechtigung. Also schön, dass du es mal angesprochen hast. Ich glaube, bei der Spieleschmiede kann man das machen. Ne? Also bei der Spieleoffensive kann man sich die online ausleihen, die Spiele. Hattest du jetzt noch einen speziellen Anbieter im Petto? Nee, ich habe, wie gesagt, nur die Werbung auch mal gesehen und dachte, das ist ein cooles Thema, worüber man auch mal kurz schnacken kann. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ist cool, das mal angesprochen zu haben. Also es gibt sicherlich Leute, die da regen Bedarf hätten. Oder und vielleicht haben ja auch schon Leute von euren Zuhörern da schon Erfahrung mit und können auch nochmal was kommentieren. Klar, wer sowas nutzt, gerne mal, wenn ihr jetzt gerade das YouTube-Video guckt, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Also ist ja ein interessantes Thema. Genau, definitiv. Macht, was der Jan sagt, schreibt was in die Kommentare. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin auch von Anfang an beim Kanal dabei. Ja. Und habe auch Martin und Gordon regelmäßig mein Feedback zukommen lassen. Das ein oder andere Mal habt ihr mich vielleicht in den Kommentaren auch schon entdeckt. Definitiv. Genau, alles. Genau. Alles für den Algorithmus. So, noch eine Frage hast du. Genau. Müssen wir langsam die Kurve kriegen, die Stunde ist rum. Ja, die Alternativen zu Kickstarter wollte ich nochmal kurz thematisieren, aber wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage auch für die nächste Runde mitnehmen. Nein, 5 Minuten haben wir. Also
wir können es nochmal ganz kurz erwähnen hier, um dir die Zeit zu klauen. Also wir peilen immer so die Stunde an, weil wir nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit haben, die wir im Monat dafür verwenden können. Genau, also das wird quasi, man bezahlt das und dann muss man halt pro Stunde, muss man halt Geld drauf bezahlen. Also es ist jetzt nicht, dass wir zu geizig sind, das mal drauf zu zahlen, das machen wir auch öfter mal, aber man muss es halt einfach nur nicht übertreiben, darum geht es einfach nur. Aber wir können jetzt gerne noch, die paar Minuten haben wir auf jeden Fall noch. So, feuerfrei. Weil ich ja ab und zu schon dann entsprechend zwar Kickstarter-Werbung sehe oder kriege, aber auch manchmal von der Gamefound. Gamefound, von der Konkurrenzplattform, wenn man so sagen will. Und ab und zu jetzt auch schon von Sachen gehört habe, dass dann die Hersteller oder die Verlage sich entscheiden, eher nur bei der einen oder bei der anderen Plattform dann was zu veröffentlichen. Und ja, wie ist da so eure Erfahrung? Habt ihr bei Gamefront auch schon was gebackt oder seid ihr auch ausschließlich? Nee, also ich habe auch schon Sachen direkt auf Gamefront gebackt. Zum Beispiel Kingdom Rush habe ich direkt da gebackt oder ISS Vanguard habe ich durchaus schon gemacht. Und man muss ja dazu sagen, da sehr, sehr viele, die Kickstarter benutzen, am Ende auf den Pledge Manager von Gamefront verweisen, ist halt die Frage, warum nicht gleich Gamefront nutzen. Ist wahrscheinlich im Gesamtpaket günstiger. Könnte ich mir vorstellen. Da muss wahrscheinlich dann so ein bisschen die Abwägung stattfinden, also noch zumindest, obwohl Gamefront ja wirklich schon sehr populär ist. Kickstarter ist halt grundsätzlich erstmal eine größere Plattform, da browsen mehr Leute, glaube ich, einfach noch durch und da wird das vorgeschlagen. Und bei Gamefront ist es halt einfach die Audience, oh Gott, die Zuschauerzahl, die ist, glaube ich, noch ein bisschen geringer, aber ich glaube, in den Kreisen, wenn man sich für Kickstarter-Brettspiele jetzt speziell interessiert, kennt man Gamefront mittlerweile und vielleicht, wie Martin sagt, ist einfach das Gesamtpaket dann eventuell günstiger. Zum Beispiel ja auch Too Many Bones, ganz prominentes Beispiel, haben ja auch eine riesen erfolgreiche Kampagne bei Gamefront direkt gehabt, wo sie ihren größten Umsatz überhaupt bisher gemacht haben. Ja, und man wird halt auch besser gefunden, ne? Darf man nicht vergessen. Also wenn du natürlich auf Kickstarter gehst, immer ganz schnell und dann auf Gamefound, wenn du das richtig anlegst, bewerben die das ja auch ein bisschen besser. Du stehst ja dann damit auf der Seite vorne und so. Also da ist ja auch einfach das Angebot noch nicht so hoch, auch wenn die Nachfrage noch nicht so groß ist. Das ist ein guter Punkt, die Chance gefunden werden, ist durchaus größer. Wie die Gebührenstruktur ist, weiß ich aber überhaupt nicht. Auch gar keine Ahnung, ja. Cool. Und kennt ihr noch was anderes oder gibt es eigentlich nur die beiden? Na, die Spieleoffensive, Spieleschmiede. Stimmt, Spieleschmiede ist wichtig, ja. Das ist auch für deutsche Sachen, ja. Genau, also Spieleschmiede müsst ihr mal alle immer im Blick behalten. Wenn jetzt Kickstarter-Spiele kommen und ihr seht, die sind nicht auf Deutsch, klickt auf jeden Fall mal aufs FAQ oben. Das kann durchaus sein, dass in den Kommentaren steht, wird es eine deutsche Version geben und dann steht sowas da wie, ja, wird von der Spieleschmiede einen Monat später auch in der Kampagne gestartet. Allerdings ist es auch wieder eine Kampagne. Es kann also durchaus passieren, so wie Procyon, Verteidigung von Procyon 3, dass das auch teilweise wirklich ganz knapp dran vorbeischrammt an der Produktion, ja. Dass es überhaupt hergestellt wird. Also es ist ein bisschen Gambling, aber also Glücksspiel, aber grundsätzlich gibt es auch noch die Spiele Schmiede. Obwohl ich die Spiele Schmiede, muss ich sagen, war ich nicht ganz so angetan. Also das ganze Layout, das sackt einfach, ich muss es mal so sagen. Ja, das ist einfach behindert. Altbacken. Das ist so, völlig überladene Seite, sieht total scheiße aus, skaliert auf dem Handy richtig behindert. Also da kannst du, auf dem Handy kannst du es gar nicht richtig benutzen, musst du über den Browser machen. Sah bei mir zumindest total dämlich aus. Und dann hast du das Problem, wenn die Spieler aus der Kampagne raus sind, hast du extreme Probleme, diese Kampagne wiederzufinden. Also du musst es dann wirklich über Google machen. Und wenn du ein Projekt gebackt hast, also ich habe von meinem Procyon 3, was ich gebackt habe, bis es bei mir war, verging ja ein halbes oder dreiviertel Jahr. Ich habe einen Monat, nachdem ich das Spiel gebackt hatte, nachdem die Kampagne durch war, habe ich meine Nachricht geschrieben. Ich sage, wie sieht es denn aus? Habe ich es jetzt eigentlich gebackt? Ist alles erfolgreich? Also ich wusste es, ich habe es ja gesehen, aber bekam eine Nachricht. Ja, ja, geht eigentlich immer eine Nachricht an alle raus. Ja, ja, hier ist ihr Pledge. Okay, dann habe ich das bezahlt. Ach nee, machst du ja bei Spieleschmiede direkt. Du bezahlst gleich per PayPal oder so. Und dann kam irgendwie so als das Spiel eigentlich kommen sollte, kam zwei Wochen später, es verschiebt sich um Monat. Und das waren alle Nachrichten, die ich in diesen Dreivierteljahren von dem bekommen habe. Kommunikation ist eher so Mittel. Ja, also wenn du so Scheiße und Superscheiße hast, dann ist es dann das Mittel davon. Ja. Aber, von daher, Spieleschmiede, ja, okay, sie verlegen auf Deutsch. Finde ich gut, brauchen wir auch. Ja, ja.
meine Unterstützung haben sie, aber sie könnten echt mal ihr Overlay und ihre Kommunikation überarbeiten. Ich glaube, es machen aber auch wirklich nur 2 Leute oder so. Also sie sind jetzt nicht so dicke besetzt. Grundsätzlich Gamefound finde ich aber besser als Kickstarter. Ist übersichtlicher, ist nutzerfreundlicher, das mit den Upgrades, also mit den zusätzlichen Stretch Goals, ist irgendwie ein bisschen cooler gemacht. Und du hast den Pledge Manager halt gleich in-house, ne? Ja. Cool. Ja, dann vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Fragen. Also. Ja, finde ich gut. Da können sich alle Zukünftigen schon mal ein Beispiel dran nehmen. Genau. Das können wir jetzt nochmal einmal, müssen wir nochmal kurz erwähnen, wie man überhaupt, also warum das, wer das jetzt gemacht hat, Martin, das kannst du noch einmal kurz umreißen. Ja, also wer bei uns den höchsten Pledge-Level oder die höchste Kanalmitgliedschaft hat, also uns quasi jeden Monat bei dem, was wir tun, unterstützt und das im besonderem Ausmaß, der wird von uns jetzt dann auch mal eingeladen, mit uns einen Podcast zu halten. Das steht da auch drin. Und wir wollten das auch tun und wir fangen jetzt damit an. Genau. Genau, ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr das höchste Pledge-Level bei uns habt, dann müsst ihr auch mit uns in Kontakt treten. Wir haben keine Möglichkeit, euch direkt anzuschreiben. Das dürfen wir nicht, das können wir nicht tun über YouTube. Ja. Theoretisch dürfen wir es auch nicht tun als Firma. Von daher schreibt uns auf Instagram, ist, glaube ich, am besten. Ja, das ist, glaube ich, Instagram anschreiben. Auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail und wenn wir nicht antworten, dann einfach wirklich nochmal entweder auf einer anderen Plattform nochmal probieren oder einfach nochmal nachfragen. Also und manchmal, genau, manchmal geht den Jungs auch gar nicht angezeigt. Genau, geht uns auf den Sack. Also manchmal flutscht das wirklich durch. Ne? Ja, also langsam, es hört sich jetzt wirklich dumm an, aber so langsam kriegen wir auch mittlerweile echt viele Mails und Nachrichten und manchmal rutscht es einfach durch. Wir versuchen es immer, aber da wir auch beide ja nicht zusammen wohnen oder in einem Haushalt, manchmal guckt der eine sich das an, vergisst zum Beispiel, das ist ungelesen zu markieren oder so, oder dann denkt man nicht mehr dran, dass man es noch dem anderen sagen wollte und dann rutscht es irgendwie durch. Das passiert einfach mal. Ja, also dann einfach nochmal checken. Und ja, dann freuen wir uns auf zukünftige neue Perspektiven. Ihr könnt gerne auch Fragen euch ausdenken, die ihr uns stellt. Und ja, Jan, eine letzte Frage, die ich immer gerne stelle. Welche Frage hätten wir dir gerne stellen sollen, die wir dir aber nicht gestellt haben? Völlig überrumpelt. Ja, Überforderung. Pure Überforderung. Nee, eigentlich alles dabei gewesen. Ich muss auch sagen, dass ich es echt interessant fand, auch dass wir mal über die Sachen mit euren Kindern so geredet haben. Ich glaube, es ist auch für viele, Frage für Leute, die unseren Podcast hören, bin ich echt gespannt. Also gerne mal Feedback dalassen. Aber ich glaube, es war eine schöne bunte Mischung. Vielen Dank, Jan, dass du. Es war auch mal ein entspannter Einstieg so, weil ich meine, wir kennen uns ja so oder so, ne? Da ist es vielleicht auch mal ein bisschen entspannter. Dann bin ich gespannt, wie es mit den nächsten Leuten ist. Ja, das soll es, glaube ich, gewesen sein. Und Martin, ich du kannst auch. Es gerne. Die Abschlussworte wie immer gerne finden. Du bist aber auch heute faul, wa? Okay. Ich bin echt durch. Ich bin wirklich durch. Na, guck dir mal meine Augenringe auf dem Video an, ey. Ich bin ja, ich sehe nah euch die untot. Ganze Zeit. Ich bin nah untot, ey. Ich würde mich, glaube ich, auch gleich hinlegen, nachdem ich noch 2 Stunden gespielt habe. Nein. okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschauen. Ansonsten, wie gesagt, Montag 20:30 gibt es uns auf Twitch. Ansonsten könnt ihr uns auf YouTube sehen. Und das hier ist der Podcast All About Brett. Wir sagen tschüss und ciao. Vielen Dank an Jan. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.